Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Im letzten Part haben wir Lavados mit Mühe und Not noch gefangen und sind jetzt heute unterwegs zur Island 2 und wollen dem einem Typen was war es nochmal? Einem Typen einen Meteoriten abholen? Das ist der Grund, warum ich nie viel im Voraus aufnehmen sollte. Man vergisst alles recht schnell. Aber wir kommen zu Island 2 mit dem Boot natürlich. Ahoi, wohin soll es gehen? Zu Island 2 natürlich. In Ordnung, los, Sprint Tempo 2. Und warum ich jetzt gerade so komisch rede? Weil es kann. Wäre auf jeden Fall da Woche. Nee. Ach, und hier kann man natürlich nicht surfen. Die Strömung ist zu stark, Surfer kann hier nicht eingesetzt werden. Achtung, starke Strömung. Angeln und Surfen verboten. Ist ja nicht so, dass da wahrscheinlich ein Kind sterben oder so. Das ist nur noch zu berichten. Am Kabel eine alte Frau in einer Hütte. Sie begutachtet Pokémon ganz genau. Es ist ein wenig merkwürdig. Und um die alten Dame, die können wir dann gleich noch besuchen. Hier können wir auf jeden Fall den Zerschneider einsetzen, den Busch hier zu entfernen, um hier an das Item ranzukommen, was ein Beleber ist. Irgendwas zu der alten Dame oben am Kap. Die kann nämlich den Starter-Pokémon die stärkste Attacke beibringen. Am Glurak eine Feuerkanonade, Turtok. Nochmal, ich glaube, es war neue Kanonade. Aquapizza für Turtok und das dritte ist mir entfallen. Warst du schon in der Spielhalle? Du solltest nicht allein dorthin gehen. Nimm meinen Freund mit. Ach, und die Spielhalle, hier diesen andere Spielhalle. Die kann man nur zu zweit spielen. Ich kann ja leider nicht demonstrieren, ich habe keine Freunde. Auf einem zwei leben nicht viele Menschen. Es gibt eine alte Dame, die draußen am Kap wohnt. Sie ist schon immer da gewesen. Ja, die normalen Beta-Dienste sind nicht verfügbar. Ich kann doch theoretisch da festhängen, aber ich, auf Island 3 sollte der PC, soviel ich weiß, gehen. Ich probiere es auf jeden Fall aus und wenn es geht, dann könnt ihr, wenn sie kein Game Over erzielen. Nicht so wie man zum Beispiel in Pearl, Diamant, Platin auf der einen Insel, wenn man das letzte Surfer-Pokémon getauscht hat, man hat kein weiteres Pokémon mehr, das Surfer kann. Und eine Angel, mit der man ein neues Pokémon fangen kann, dann seid ihr wirklich am Arsch. Außer ihr cheatet euch durch. Dieser Mann dort ist von Brismania City hergezogen. Er hat mit seinem kleinen Bruder einen Laden aufgemacht. Ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, worauf er sich einlässt. Schau doch mal. Oh! Hallo, willkommen in meinem Laden. Wir haben jetzt vor kurzem unsere Eröffnung. Das Angebot ist klein, aber ich hoffe, du findest etwas für dich. Ja, ich kann mir ein paar Superbälle kaufen. Und ich habe 105.210 Pocket-Dollar. Wow, ich bin reich. Und ich hätte wenigstens Tafelwasser noch 50 KP. Würde ich sagen, ich nehme mal 10 mit. Hä? Willst du mich verarschen? Weißt du was, du verkaufst mit dem Eisheiler, dann... die anderen behalte ich jetzt mal zur Not. Dann verkaufe ich noch... Eigentlich könnte ich generell wieder mal ein paar Sachen ablegen, die ich noch brauche. Ich brauche den Feuerheiler ganz da oben. Und die vier Aufwecker. Wir haben ja Paraheiler. So, jetzt habe ich gern 10 Tafelwasser, bitte. Das wusste ich jetzt nicht, dass es hier noch ein Limit gibt. Also heißt, dass ich werde mal ein paar Items lag
Drücken und so generell die Items, die ich nicht brauche. Ach stimmt, hier funktioniert das gar nicht. Gut, dann muss ich es wahrscheinlich auf L3 erledigen. Ja, wir sehen die Spiele alle nebendran. Und dann müssen wir hin. Ich bin der Pokémon Attack Maniac. Ich kenne jede Attacke, die Pokémon beim Levelanstieg lernen. Ich bin auch ein Pilzsammler. Gib mir 2 Mini-Pilz oder einen Riesenpilz. Dafür bringe ich einem deiner Pokémon eine Attacke bei. Du riechst nach Pilzen. Soll ich einem deinen Pokémon eine Attacke beibringen? Na, danke. Zum Beispiel bei diesem Attackenlerner könnt ihr zum Beispiel Level 1 Moves erlernen, die es generell nicht erlernt. Kenne ich jetzt gerade ein bestimmtes Beispiel, was ich nennen könnte? Ich weiß nur von Gen 5. Zum Beispiel Ramoff, das könnte hier Feuereigen als Level 1 Move. Ich hatte einen Glurak, der könnte, soviel ich weiß, Hitze wählen, aber das wäre ein Multi-Angriff, aber ich bin mir eigentlich mit Flammenwurf zufrieden. Und Rauchwolke behalte ich noch. Und Metallklau ist zum Beispiel gegen Gesteins-Pokémon, obwohl das eine blöde Idee ist. Ansonsten wüsste ich nicht, gegen was Stahl noch effektiv wäre. Zum Beispiel Metallklau könnte ich mal verlernen, weil das bräuchte ich nicht. Ich bräuchte einen zweiten Feuer-Move. Wobei ich eigentlich, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie viel Treffergenauigkeit hat Feuersturm. Weil Metallklaue, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Okay, hat es doch eine Treffergenauigkeit von 85 und Blizzard? 70. Also ich kann mal sagen, Feuersturm, das hat generell noch eine höhere Trefferquote als die anderen ultimativen Attacken wie Donner und Blizzard. Dann bringe ich dir doch den Feuersturm bei, wieso nicht? Wenn Metallklau ist jetzt wirklich nicht mehr brauchbar und gegen Gestein-Pokémon wären wir vierfach schwach. Was einfach ein guter Dienst und wir brauchen noch eine starke Feuerattacke. Wenn ich jetzt noch ein paar AP Plus hätte, könnte ich die AP noch erhöhen von Feuersturm bis auf maximal 8. Muss ich gerade mal kurz schauen. AP Plus hätte ich 5, dann würde ich das sogar machen. Oder sollte ich lieber mal eine Kanonade nehmen? Das müsste ich jetzt schauen. Ich schaue das mal kurz nach. Ich werde jetzt halt kurz mal keinen Ingame-Ton haben. Ich muss mal kurz schauen. Okay, Lohe-Kanonade. Okay, das hätte sogar eine Treffergenauigkeit von 90. Wieso habe ich ihn jetzt Feuersturm beigebracht? Ach ja, das hat aber auch einen Nacheffekt. Das ist genau wie Hyperstrahl, dann hat er einfach in der nächsten Move halt eine Pause. Wobei, ich bringe ihm lieber Lohe-Kanonade bei. Ja, das wäre vielleicht das Klügste, ich bringe ihm Lohe-Kanonade bei. Da war jetzt eigentlich gerade das Unnütz. Dann bespare ich die AP Plus dann für die Lohe-Kanonade auf, sofern ich es erlernen kann. Boing boing! Hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen, boing! Einige machen boing und andere machen boing! Wusstest du das boing? Riphead von Users. Entertainment und Snacks. Action pur in der Spielhalle. Ob die recht haben, sehen wir gleich. Wo ist Irma heute? Genau um diese Zeit bringt sie mir immer mein Mittagessen.
Du da, bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was ist, wenn... Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte suche auf allen drei nach ihr. Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also, wo sind sie? Hey, du! Ist das hier die einzige Island 3? Versuch aufzuwachen, bevor das Bett kriegst, du Halorti. Halorti, das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Oh, hat dich. Diese Inseln sind verwirrend. Sieh dir das nur an, dieser Halorti hat meinen Teppich abgenutzt. Jetzt darf ich den Teppich nochmal putzen. Dankeschön. Emmy hier. Petadinsel sind nicht verfügbar und ihr könnt eben, wenn ihr zu zweit spielt, an ein paar Spiele teilnehmen. Aber bevor wir dann zu Island 3 gehen und schauen, wo die Irma steckt, gehen wir nochmal hier kurz auf Kapkante. Ich glaube, Schutz ist ausgelaufen. Oder eher abgelaufen. Ausgelaufen, das wäre wie Batterien. Wenn die auslaufen, dann hast du ein Problem. Ach, und wir werden dann früher oder später mal Kaskade bekommen, aber erst nach dem Endgame. Also erst nach der Pokémon League wohlgemerkt. Und hier gibt es noch ein Sonderbonbon. Und hier ist die alte Dame. Wir haben ja unser Glurak. Ich habe die ultimative Attacke dieser Elementklasse perfektioniert. Aber wird sie in Zukunft von niemandem eingesetzt? Naja, man muss es an erster Stelle haben. Hitzekolle gibt es hier leider nicht. Wäre sogar ein bisschen besser. Aber wenn es die gibt, dann hole ich es mir vielleicht. Du, das ist der Glurak! Oh, das ist es! Das ist das Pokémon! Dieser Glurak ist der Essenz meiner Attacke würdig! Lässt du es zu? Darf dein Glurak neue Kanonate lernen? Ja, sie kann es nur einmal erlernen. Du lässt es zu? Somit lerne ich neue Kanonate beim Glurak. Cool! So, ich habe mir neue Kanonate. Stärke 150, Genauigkeit 90. Ist sogar besser als Feuersturm. Der Gegner wird von starker Explosion getroffen. Angreifer setzt eine Runde aus. Da bräuchte ich theoretisch jetzt Kolle nicht mal. Und da gebe ich jetzt noch 3 AP plus daher, dass man dann 8-mal einsetzen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Attacke noch in meinem Leben lernen durfte. Und sollten wir uns dann wirklich doch für Hitzekoller entscheiden. Ich glaube, das ist nur um 10 Punkte schwächer, aber das hat wenigstens... Das hat eben den Nachteil, dass dann die Spezialangriffsstärke... zwei Stufen? Glaube ich, um 2 Stufen absinkt. So, und dann haben wir jetzt dann anstatt der 5 AP 8. So, und dann werden wir jetzt auch von Island 2 fertig und gehen jetzt rüber zu Island 3 und schauen, wo Irma ist. Hoffentlich ist sie nicht von diesem Biker entführt worden. Oder sogar noch schlimmer, Team Rocket. Gegen die sollte ich eher Psycho-Pokémon verwenden oder Boten. Das heißt, es wird ein Job für Rüdiger. Und für Ruffy. Wir haben da noch Psycho-Pokémon. Psycho-Attacken, ich glaube eher für Ruffy, weil ich glaube, Smogmod hat ja schon, seitdem es Fähigkeiten gibt, auch die Fähigkeit Schwebe. Und ich behalte jetzt den VM-Sklaven noch. Also wenn ich dann die Wasserroute von Zinnoberenz nach Alabaster schwimme, dann bräuchte ich die eigentlich generell nicht mehr. Und in Pokémon Liga werde ich sowieso keinen VM-Sklaven dabei haben. So, jetzt werde ich zu Island 3.
Und hier sind die Biker zugange. Hey Lady, hast du meinen Pocket Dollar? Ja, wer bist du? Ich rufe die Polizei! Wir sind der Motorradclub aus Kanto. Töff, 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 töff. Mein Motorrad hat einen kleinen Motor, da muss ich die Geräusche selbst machen. Und die Höhle ist hier speziell. Wenn ihr die Pokémon League geschafft habt, ist die Höhle größer. Hey du, wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache. Warum? Ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Kanto. Und von ihm kriegen wir dann auch später ein Nugget geschenkt, wenn er mit der Höhle fertig ist. Aber erst nach der Pokémon Liga. Man sieht, was die Motorrad-Bang. Gang hier anrichtet. 3-1, Verwandtschaft und Familienbande. Yippie! Von diesem Tag an gehört die Insel uns! Und jetzt hier austesten, funktioniert der PC? Hey, hast du schon gehört? Das PC-Netzwerk hier kann nun mit dem PC in Kanto verbunden werden. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist großartig. Ja, jetzt ein Beweis. Man ist nicht festgesteckt. Man kommt ja ohne Probleme auf 1-3. So, jetzt muss ich ein paar Sachen ablegen, wie zum Beispiel die Mondstein, Schattenglas, Schutzband. Wassersteine. Die Feuersteine. Die brauchen wir alle nicht. Oder die Blattsteine. Den Ewigstein. Haben wir noch? Das war's auch. Oh, was hast du? Es ist nicht möglich, zwischen den Inseln auf dieser Gegend zu surfen. Die Strömung ist so stark und gefährlich. Ach nee, was du nicht sagst. Lass uns Bären, Mann. Das wäre Bärenverschwendung? Im Bärenfoss kannst du stets Bären am Boden finden. Der einzige, der mir auch Bären findet, wenn ihr sie mal gefunden habt. Denn die fallen da immer wieder runter. Und ich weiß nicht, ob ich meine Pokémon geheilt habe, da heile ich es lieber nochmal, weil doppelt hält besser. Ach, und so in den Bücherregalen könnt ihr auch Infos bekommen. Ab und zu. Aber kommen wir jetzt mal um diese Motorrad-Gang. Gang, bang, gangidi, bang, 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 gang, bang, gangidi, bang. Hat es keine Bedeutung. Seltene Edelsteine werden nie ausgestellt. Und es ist niemand zu Hause. Hey, willst du die nicht mitnehmen? Okay, dann doch nicht. Wir sind dann nicht kriminell. Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto! Hä? Ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit den Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie uns auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest ihnen dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafenes Nest gehaucht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu doch etwas. Im Rudel so stark. Was glotzt du so? Das ist aber nicht sehr höflich. Hast du mir vielleicht etwas zu sagen? Ja. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Au contraire, du wirst Geld an mich verlieren. Ja, und wie ich gedacht habe, mit Smogon. Ein Fall für Psychokinese. Wenn sie die Schwebe nicht hätten oder uns, wie auch noch, Überbrückung hätten, dann wäre es auch mit Bodenattack angreifbar. Ja, zum Beispiel Slimer könnten wir jetzt auch mit Boden angreifen. Aber ich mache es jetzt einfach so. Easy schmeasy.
Was ist das für ein Kind? Wage es nicht zu lachen! Bist du nicht aus Kanto? Du solltest auf unserer Seite sein! Ich bin auf keiner Seite. Und dann kommen sie mit Smoggon und Slime und vielleicht mit Smogmog und Slimeok. Merkt man, wie die Kram-Auswahl hatten. Als es nur wirklich 151 Pokémon gab in Gen 1. Hör auf, herumzualben! Was ist los mit dir? Warum regst du dich so auf? Du bist sowas von uncool. Wir haben den Boss hier eingeladen, aber du musst es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Ich bin wenigstens nicht so gemein und komme mit Motorrad die Umwelt zu verschmutzen. Wegen euch gibt es keine weißen Weihnachten mehr. Oder sagen wir wegen den Japanern. Kein Hate, aber es ist so. Die Umweltverschmutzung ist so weit fortgeschritten, da kriegst du die weißen Weihnachten so gar nicht mehr geschenkt. Außer du lebst in den Bergen. Und nicht hinter den Bergen bei den sieben Zwergen oder so. Boss, du musst etwas gegen dieses Kind unternehmen! Ich habe dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Da musst du an ihre Stadt gegen mich antreten. Na gut. Wenn du unbedingt einen auf die Glatze willst, Glatzkopf Paul. Und er hat jetzt Smogmog und der Slimeok. Glaube ich zumindest. Wenn wir Slimeok könnte es eventuell überleben. Tut es auch. Wer hat das vergiftet mich? Wow. Ein Weltwunder, das vergiftet mich einmal nicht. Ja, genau. Wie ich es mir dachte. Wenn wir dann auch mit Thailand 3 fertig sind, dann geht es dann auch ab zur der 8. Arena. Aber von wem wird sie geführt? Das ist die Frage der Fragen. Und das war wirklich ein Volltreffer. Wow. Aber dass jetzt mit Komprimator kommt, das gefällt mir absolut gar nicht. Aber trotzdem treffen wir uns. Slimeok ist down. War etwas nett. In Ordnung genug. Wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. Geh nun und häng mit diesen Typen ab. Danke, diese Typen haben nur Ärger gemacht. Oh, deine Pokémon wurden irgendwie nicht verletzt. Ach, hier ist ein Top-Geneso. Du hast wirklich beeindruckende Pokémon bei dir. Es wäre großartig, wenn jemand wie du hier leben würde. Ich hoffe, du bleibst wenigstens eine Weile hier. Wie bitte? Du suchst Irma? Es ist schon eine Weile her, dass Irma zur Bundbrücke gegangen ist. Und da wissen wir, was sie ist. Aber jetzt zeigen wir nochmal unsere Pokémon und dann gehen wir ab in den zur Bundbrücke. Und deren Bärenforst. So, aber da werde ich jetzt zuerst mal kurz wieder ND vorsetzen. Oder Kean. Ja, könnt mich dann auch wieder einsetzen. Ebenfalls in der nächsten Arena, die kann ich schon mal sagen, von welchem Typ sie ist. Das nehmen wir vom Typ Boden. Da wird unser Ruffy hier richtig einen MVP draus werden. Vorausgesetzt, deren Pokémon können nicht gerade einen Kampf attacken. Weil ich würde jetzt sagen, mal so Kreuzhieb, das könnte uns dann wirklich noch töten. Ich bin nicht Irma. Sie ist vermutlich im Fernforst. Sie sammelt die Bären, um das Mittagessen zuzubereiten. Ah, danke schön. Ich trainiere meinen Tod und Bärenforst. Sobald es sich entwickelt, spiele ich auf Island 2. Und die haben mir endlich einen Pokémon-Markt. Einen richtigen Pokémon-Markt. Papa lügt mich ständig an und lässt mich nicht hinaus zum Spielen. Hey, dann lässt du mich wenigstens durch. Du solltest nie allein in den Bärenforst gehen. Warum? Er spukt dort.
Was habt ihr für ein Gerücht? Echt jetzt? Stimmt das? Das Einkaufszentrum in Prismanesit ist viel größer als dieses Geschäft? Ja. Diese Bike wollten den Pokémon-Supermarkt in Schuttentasche legen. Ich bin froh, dass sie weg sind. Ich kaufe hier manchmal Medizin. Viele Leute haben Pokémon mit Bären aus dem Bärenforst. Schließt das den Bären umsonst und ihr Vorrat ist unerschöpflich. Außer jemand brennt den Bärenforst ab und dann gibt es keine Bären mehr auf der Welt. So, Hyperbälle, wir haben 7, dann kaufe ich mal 43 Stück ein. Das geht wieder voll ins Geld, das sind dann für Zapdos. Und ein paar Hypertränke könnten eigentlich auch nicht schaden, wenn wir dann immer noch ein paar Sachen verkaufen müssten. Können wir machen, Bälle, brauchen wir noch genug. Hyperheile nehmen wir mal einen dazu. Fluchtseil haben wir 5 und Topschutz. Nehme ich jetzt noch mal 9 mit und das reicht mal vorerst. Wir haben immer noch genug Kohle für die anderen Items, was wir in welche finden würden. Wir kriegen sicher wieder Geld. Einen Moment. So, es kann weitergehen. 113 ist die beliebteste aller Inseln. Dennoch könnte dort ein wenig mehr geboten werden. Aber ich möchte solchen Typen wie diese Bäcker hier noch nicht einmal sehen. Ja, die leben halt abgeschieden von der Zivilisation. Was ich eigentlich auch tue. Und hier gibt es einen gratis Zink. Was wir für 4.900 Pokédollar verkaufen können. Ich habe dieses Haus gekauft, um in Ruhe zu leben. Heute werde ich wohl angeln gehen. Es ist unnütz. Ich kann diesen Löffel nicht mit meiner Willenskraft verbiegen. Vielleicht aber keine Psychokräfte. Oder du bist nicht Uri Geller. Ah! Kennst du ein Mädchen, das in Safronia City Arena-Leiterin ist? Sie setzt Pokémon der Elementklasse Psycho ein, nicht wahr? Ich bewundere sie wirklich. Ich hörte, dass sie ein cooles Mädchen ist und sie soll schön sein. Bitte nicht falsch verstehen. Bumpelke, beim Überqueren bitte Ruhe. Bärenforst voraus. Aber allzu viel werden wir jetzt dann noch nicht mehr machen. Der Part neigt sich auch schon langsam dem Ende zu. So, dann ist hier ein verstecktes Item und zwar ein AP Plus. Und wer hat den Zerschneiderbusch wieder hingestellt? Oder wachsen die so schnell nach? Weil man kann rausgehen und kommt wieder rein und er steht wieder. Ja, was gab es noch im Chain 1 Pack, wenn du beim Zerschneiderbusch, sobald du zerschneiden hast und auf der Stelle gestanden hast und das Spiel abgespeichert, neu gestartet ist, dann war der Busch auch wieder dort. Und du warst im Busch drin, aber kannst jetzt immer noch raus. So, und ich schaue jetzt hier ab und zu eben noch mit dem Detektor nach, ob da noch etwas versteckt ist. Okay, ist ein Zerschneiderbusch. Okay, das ist einfach nur die Abkürzung. Habe ich ehrlich wieder vergessen, Schutz zu aktivieren. Sieht so aus. Ich hole mir jetzt immer noch schnell das Item und dann gehe ich mal kurz zu den zwei kleinen Mädchen, die dann kämpfen wollen. Aber den Kampf gibt es dann im nächsten Part. Und hoffentlich finden wir dann auch Irma. Hoffentlich hat sie nicht verliert. Und wieder Topschutz gebraucht und Topschutz bekommen. Win-Win-Situation. Okay, das scheint eine gute Stelle zu sein. Dann werde ich mal den Part an der Stelle beenden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann Irma suchen. Bis dann und tschüss.